Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr verehrte Vertreter der Bundesregierung, ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung hier im Ausschuss für Gesundheit, unsere 152. Sitzung, wieder in einer Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting mit den Sachverständigen. Vorab möchte ich die Sachverständigen bitten und alle anderen Teilnehmer auch, sich einzuwählen mit Namen, damit wir das dann entsprechend auch als Teilnahme im Protokoll vermerken können. Ich darf alle bitten, das Mikrofon zuerst stumm zu schalten. Zum weiteren Verfahren komme ich gleich zurück. In der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege. Angesichts der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen und in der Pflege möchte die Bundesregierung eine effiziente und qualitativ gute Versorgung der Versicherten sicherstellen. Das große Potenzial der Digitalisierung soll weiter ausgeschöpft werden. Dazu müssen die umfangreichen Regelungen, die der Gesetzgeber bereits getroffen hat, an aktuelle Entwicklungen angepasst und um neue Ansätze ergänzt werden. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen auszubauen. Außerdem wird ein neues Verfahren zur Prüfung der Erstattungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen geschaffen und die Möglichkeit und Vorteile der elektronischen Patientenakte weiter ausgebaut. Diese spannenden Vorhaben werden wir in den kommenden 1,5 Stunden mit unseren Experten diskutieren. Hier noch einige Informationen zum Ablauf der Anhörung. Die Anhörung wird insgesamt 90 Minuten dauern. Diese 90 Minuten sind nach Fraktionsstärke aufgeteilt. CDU/CSU 31 Minuten, SPD 20 Minuten, AfD 11 Minuten, FDP 10 Minuten und Linke, Bündnis 90 Grüne jeweils 9 Minuten. Ich darf darum bitten, dass Fragen und Antworten möglichst kurz gefasst werden. Die aufgerufenen Sachverständigen sollten vor der Beantwortung der Frage daran denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Das ist wichtig für diejenigen, die uns online folgen oder später im Parlamentsfernsehen sich die Anhörung ansehen, damit Sie wissen, auf der einen Seite, wer Fragen gestellt hat und wer sie beantwortet hat. Und sobald der Redebeitrag beginnt, sind die Sachverständigen auf unserem Videowürfel hier im Saal zu sehen. Mobiltelefone sollten abgeschaltet sein. Klingeln kostet 5 €, haben wir heute in der Ausschusssitzung schon ausprobiert, funktioniert, wird auch sofort kassiert. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Ich danke denjenigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Und dann können wir jetzt mit der Anhörung beginnen. Die erste Frage, der erste Frageblock gestaltet die CDU/CSU-Fraktion und die erste Frage stellt Michael Henrich. Gut, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte mich bei den Sachverständigen ganz herzlich für die Teilnahme bedanken und fange mit der ersten Frage an den Einzelsachverständigen Professor Werner an. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, die elektronische Patientenakte weiterzuentwickeln. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie aus Sicht der Krankenhäuser das Potenzial der elektronischen Patientenakte für eine Verbesserung der Versorgungsqualität beurteilen. Herr Professor Dr. Werner. Ich bin ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen. Ich selbst bin davon überzeugt, dass die Versorgungsqualität durch die elektronische Patientenakte verbessert wird, da diese eben nicht an einen Sektor oder eine Institution gebunden ist, sondern in der Verantwortung der Patientinnen und Patienten übergreifend geführt wird.
Dies wird auch durch die Unterstützung von internationalen Standards und die geplanten europäischen Nutzungsmöglichkeiten begünstigt. Es ist aber meiner Ansicht nach wichtig, den Patientinnen und Patienten das Wissen über den Nutzen der elektronischen Patientenakte durch eine starke Öffentlichkeitsarbeit von Politik und den einzelnen Stakeholdern noch stärker zu vermitteln. Die Patientinnen und Patienten müssen verstehen, dass beispielsweise die Zustimmung zur Datennutzung für Studien extrem wichtig ist und in keinem Gegensatz zum Datenschutz steht. Die Daten der elektronischen Patientenakte müssen für die einzelnen Leistungserbringerinnen und Erbringer in strukturierter Form aufbereitet, nutzbar und austauschbar sein. In einem weiteren Schritt, und dieser ist von allerhöchster Bedeutung, müssen die Daten in die medizinische Forschung einfließen können, womit wir die auch heute noch überwiegende thematische Fokussierung vieler Forschungsprojekte an Universitätskliniken um ganz wichtige prä- und auch posthospitale Informationen erweitern wird. Diesem Entwicklungsprozess darf ein übertriebener Datenschutz nicht entgegenstehen. Wenn Sie mit Ihrer Frage auf die Sicht der Krankenhäuser abzielen, dann ist es für uns natürlich von allerhöchster Wichtigkeit, zum Zeitpunkt der Behandlung, besser aber schon vorher, möglichst alle notwendigen Informationen zu unseren Patientinnen und Patienten zu haben. Dies stärkt unsere Anstrengung um eine bestmögliche Patientensicherheit, aber natürlich auch um eine exzellente Versorgungsqualität. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kühne. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Einzelsachverständige, Frau Professor Barbara Klein. Mit dem Gesetz wird auch die Voraussetzung dafür geschaffen, sukzessive alle Akteure des Gesundheitswesens, also auch zum Beispiel die Pflegedienste, an die TI anzuschließen. Welche Chancen sehen Sie in einer solchen Anbindung an die TI, etwa im Hinblick auf eine Entbürokratisierung, ja ein immer wieder beschriebenes Phänomen, und Vereinfachung von Arbeitsabläufen? Frau Professor Dr. Klein. Ja, also guten Tag alle zusammen. Ich sehe das prinzipiell sehr positiv, insbesondere wenn damit das Ziel erreicht wird, dass eine durchgehende Vernetzung der relevanten Akteure hergestellt werden kann. Weil damit kann man letztendlich die Prozesse durchgängig gestalten und die Versorgung insgesamt schneller und meines Erachtens auch qualitätsvoller abwickeln. Und insbesondere, wenn man beispielsweise auch eine erweiterte Perspektive auf die Daten hat und man beispielsweise auch Einblick in die medizinischen Daten bekommen könnte, wäre generell ein eher ganzheitlicher Blick auf die Pflegebedürftigen möglich. Und könnte damit zu einer besseren Versorgungsqualität beitragen. Allerdings, wie es immer mit diesen technologischen Neuerungen ist, der Teufel steckt natürlich im Detail, dass die Herausforderung wird sein, dass letztendlich sowohl hardwaretechnisch als auch softwaretechnisch man das Ziel erreichen sollte, dass alles möglichst wenig komplex ist, dass es keine aufwendige Bedienung ist oder ein schwieriges Einarbeiten, weil gerade auch kleinere Dienste beispielsweise nicht die Ressourcen haben werden, sehr viel Zeit in die Software oder in die insgesamt in die Technik zu investieren. Das heißt, dazu werden letztendlich einfach zu bedienende Hard- und Softwarelösungen benötigt, Einfachheit anstelle von Komplexität. Und der andere Punkt ist die Schnittstellenproblematik, die nach Möglichkeit keine Schnittstelle, sondern es tatsächlich ermöglicht, dass ein guter Zugriff und eine gute Bearbeitung und Verarbeitung der Daten möglich ist. Und gerade auch für die kleinen ambulanten Dienste beispielsweise muss man ganz einfach sehen, dass die Kosten nach Möglichkeit
so sind, dass sie es gut leisten können, mit diesen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich würde meine Frage wieder an den Einzelsachverständigen Professor Werner richten. Und zwar soll mit dem Gesetz auch die Einführung einer digitalen Patientenkurzakte vorbereitet werden. Die soll Hintergrundinformationen über wichtige Gesundheitsaspekte wie medizinische Notfalldaten oder Allergien liefern. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben? Herr Professor Dr. Werner. Ich begrüße ausdrücklich die Abkehr von der kartengebundenen Anwendung bis hin jetzt zur Entwicklung einer digitalen Patientenkurzakte, auf der dann die wichtigsten, teilweise überlebenswichtigen Informationen zusammengefasst und gespeichert sind. Ein relevantes Entscheidungskriterium zum tatsächlichen Nutzen der digitalen Patientenkurzakte als Instrument in der Notfallsituation, das halte ich für sehr wichtig, in der ja bekanntermaßen jede Minute zählt, ist der sichere und vor allem schnelle Zugriff, der nicht durch komplizierte Authentifizierungsprozesse verzögert werden darf. Wird dieses Kriterium erfüllt, wird die digitale Patientenkurzakte die Versorgungsqualität in den verschiedenen Notfallszenarien optimieren können. Ebenfalls positiv bewerte ich die angedachte grenzüberschreitende Nutzung innerhalb der Europäischen Union über eine Interoperabilität der Gesundheitsdaten aus den Patientenkurzakten. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den ZVEI, an Herrn Bursig, und an den BVETG, an Herrn Zilch. Der Gesetzentwurf sieht ja zahlreiche Neuerungen für die digitale Versorgung und Vernetzung der beteiligten Akteure vor. Meine Frage konkret: Wo sehen Sie in der Praxis die größten Potenziale und inwieweit werden sie durch dieses Gesetz nutzbar gemacht? Herr Bursig. Vielen Dank, Hans-Peter Bursig, Zentralverband der Elektroindustrie. Es ist sehr positiv, dass mit diesem Gesetz einzelne Maßnahmen stärker miteinander in Kontakt gesetzt werden und verknüpft werden. Und ich schließe mich auch den Aussagen von Herrn Professor Werner und Frau Professor Klein an. Wir brauchen ein umfassendes Informationsbild und die Maßnahmen dieses Gesetzes sind erste Schritte, ein solches Gesamtbild erzeugen zu können. Wir sind dort noch nicht, aber es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist auch sehr positiv, dass immer mehr einzelne digitale Anwendungen jetzt in die Regelversorgung übernommen werden und eingeführt werden, sei es digitale Anwendung für die Pflege, sei es auch eine vermehrte Hinführung von Patienten auf telemedizinische Angebote. Vielen Dank. Herr Zilch, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Sorge. In Sebastian Zilch vom Bundesverband Gesundheits-IT. In der aktuellen Legislatur wurde so viel für die Digitalisierung in der Versorgung getan wie nie zuvor. Ich glaube, das können wir schon mal feststellen. Wir sind trotzdem erst am Anfang der Reise hin zu einem innovativen und zukunftsfähigen Gesundheitswesen. Die aktuelle Pandemie hat den Handlungsbedarf sehr deutlich aufgezeigt. Zum einen ist die Erhebung und der Austausch von standardisierten und vergleichbaren Daten dringend zu fördern. Die vorgesehenen Weiterentwicklungen im Bereich des Interoperabilitätsverzeichnisses RESTA. Okay. Gut, einfach irgendwo ist das Mikro offen. Ich würde einfach kurz weitermachen. Ja. Es wird geregelt. Ist in Arbeit. Also, Weiterentwicklung beim Thema Interoperabilität ist ganz wichtig. Aber dass die Daten ausgetauscht werden, reicht nicht. Das heißt, sie müssen auch nutzbar sein, um fundierte Entscheidungen herbeizuführen. Vor dem Hintergrund möchte ich noch einmal daran appellieren, dass die Industrie eine Antragsmöglichkeit erhält, um im Forschungsdatenzentrum mitwirken zu können. Nicht zuletzt ist ganz wichtig, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Thematik weiter steigt. Und damit meine ich die professionellen Anwendergruppen, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Und das geschieht durch mehrwertstiftende Lösungen innovativer Unternehmen. Drei Punkte im Gesetz sind aus Sicht des BVETG ganz wichtig.
Das erste sind die Nutzungsmöglichkeiten telemedizinischer Leistungen. Telemedizinische Angebote wie die Videosprechstunde, das sind keine temporären Anwendungen zur Überwindung und Eindämmung der Pandemie, sondern wesentlicher Bestandteil moderner Gesundheitsversorgung. Insbesondere im Bereich der Heil- und Hilfsmittelerbringer können wir bereits sehen, dass diese Möglichkeiten sehr gerne wahrgenommen werden. Es bestehen aber weiterhin Limitationen bei der Vergütung und die müssen zeitnah aufgehoben werden. Aus unserer Sicht muss die Anschubfinanzierung um mindestens 2 Jahre verlängert werden und die Obergrenze bei der Refinanzierung perspektivisch abgeschafft werden. Beides fördert Akzeptanz und Verbreitung von telemedizinischen Lösungen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Vielfalt von telemedizinischen Leistungen und Anlaufstellen halten wir den Aufbau von Doppelstrukturen durch eine zentrale Lösung für prüfenswert und bitten, dies noch einmal ausgiebig unter die Lupe zu nehmen. Der zweite Teil, der wurde auch schon angesprochen, das ist die Anbindung weiterer Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur. Das ist ein unmittelbarer Mehrwert, zum Beispiel für das Pflegepersonal, Hebammen, Rettungs- und Transportdienste und viele mehr. Die Regelungen müssen mit einer Refinanzierung begleitet werden, ansonsten wird der Anschluss nicht gelingen. Der mobile und sichere Zugang, der nun vorgesehen ist, ist hier ein ganz wichtiger Schritt. Und die weiteren Schritte zur Entwicklung dessen und eben auch die Umsetzbarkeit müssen insbesondere auch mit der Industrie und den betroffenen Akteuren entwickelt werden, um praxisnahe Ziele definieren und verfolgen zu können. Zu guter Letzt der dritte Punkt, das ist der Bereich Digitalisierung in der Pflege. Die digitalen Pflegeanwendungen sind ein ganz wichtiger Baustein, insbesondere für die Versorgung Pflegebedürftiger im häuslichen Umfeld. Es gibt aber darüber hinaus noch einiges zu tun, wenn man die Digitalisierung der Pflege wirklich voranbringen möchte. Beispielhaft zu nennen sind ein Zugriffs- und Schreibrecht für die EPA, aber eben auch eine vergütungsrelevante Zulassung von Videokontakten in der ambulanten Pflege. Was hier dringend fehlt, ist eine interdisziplinär ausgearbeitete Strategie im Bereich Pflege. Und eine Grundlage für so etwas könnte eine Reifegradmessung nach Vorbild des KHZG sein. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kühne. Ja, herzlichen Dank. Ich richte mich an die Kassenärztliche Bundesvereinigung des KBV und die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. Wie bewerten Sie die geplante Regelung zur Datenschutzfolgenabschätzung in § 307 SGB 5? Herr Dr. Kriedel. Ja, vielen Dank. Auch von mir guten Tag und die Regelung zur Datenschutzfolgeabschätzung bewerten wir positiv. Ja, selbst haben Sie auch immer wieder gefordert, weil die Logik hat nie so ganz wirklich sich uns erschlossen, weil rund 100.000 Arztpraxen, auch Zahnarztpraxen, hätten von derselben Problematik gestanden, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, die letztlich in den Konsequenzen nur die gleichen gewesen wären und das in Bezug auf Anwendungen, die in der TI vom Gesetzgeber gefordert sind. Insofern ist das positiv, dass der Gesetzgeber das aufgenommen hat und dass es keine Petitesse ist, zeigt ja auch die selbst vorgenommene Abschätzung im Regierungsentwurf, die selbst an Daten aufführt, dass rund 730 Millionen Euro damit eingespart werden, einmalig und 585 Millionen jährlich. Gar nicht zu sprechen von den Kosten für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Und insofern begrüßen wir es außerordentlich, weil sowieso durch diese Digitalisierung, trotz teilweise Refinanzierung durch die Krankenkassen, immer noch hohe finanzielle Aufwendungen bei den Praxen verbleiben. Und insofern begrüßen wir das und wir würden auch begrüßen, wenn bei weiteren Maßnahmen dieser Art immer diese Fragen geklärt wird, wie ist der Aufwand für die Praxen, was kann man davon durch andere übernehmen und was muss letztlich bei wem zurückbleiben. Aber wir begrüßen das außerordentlich. Vielen Dank. Herr Bayer. Alexander Bayer, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen auch diese neue Regelung. Ich finde sie sogar großartig. Ich schließe mich da mit den Ausführungen von Herrn Kriedel an, der auch darauf hingewiesen hat, dass die wesentlichen Festlegungen von der Thematik und auch vom Gesetzgeber getroffen werden. Also hätte sich die
Datenschutzfolgeabschätzung der einzelnen Krankenhäuser nicht unterschieden von der Datenschutzfolgeabschätzung, die jetzt auch vorgenommen worden ist im Gesetz. Es hätte nur Personal gebunden, was an anderer Stelle dringender benötigt wird. Warum so euphorisch und so begeistert über die Regelung? Ich finde es aus rechtlicher Sicht wirklich elegant gelöst, dass an zentraler Stelle eine Datenschutzfolgeabschätzung gebunden wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Bitkom, Frau Schenk, und an den ZVII, Herrn Bursig. Wir haben in der Pandemie oder wir sehen gerade in der Pandemie die große Bedeutung von Daten für medizinische Forschung und Versorgung. Der Sachverständigenrat Gesundheit hat das in seinem neuesten Gutachten nochmals betont. Der Großteil der Gesundheitsforschung in Deutschland wird durch private Gesundheitswirtschaft erbracht. Vom kürzlich neu geschaffenen Forschungsdatenzentrum, ist ja hier auch schon angeklungen, ist die private Gesundheitswirtschaft allerdings ausgeschlossen, das heißt nicht mal antragsberechtigt. Wie bewerten Sie dies, würde mich interessieren. Frau Schenk. Vielen Dank und guten Tag in die Runde. Ja, wie wir das bewerten, es ist ja jetzt seit einigen Gesetzesinitiativen eigentlich verpasst worden, da die Rahmenbedingungen zu schaffen, trotz dass ich bereits vor der Pandemie, aber jetzt sicherlich noch sehr viel stärker eigentlich die Möglichkeiten und die Potenziale gezeigt haben, validierte Forschung, validierte Daten zur Verfügung zu stellen. Wir glauben, dass eigentlich diese Einrichtung des Forschungsdatenzentrums beabsichtigt hat, Versorgungsinnovationen zu ermöglichen, die Patientenversorgung zu verbessern, die Medikamentenentwicklung zu verbessern, neue Möglichkeiten zu nutzen. Das ist in der Pharmaforschung genauso wie auch in ganz vielen anderen Bereichen der Gesundheitswirtschaft. Und sehen da tatsächlich jetzt gerade in Anbetracht der Pandemie, wenn man sich auch anschaut, wie andere Länder eigentlich für die globale Pandemie helfen können, Daten zu generieren, Forschungsergebnisse in kürzester Zeit zu generieren und da leider Deutschland einfach nicht mithalten kann. Gleichzeitig gibt es auch verschiedene Bewegungen, Initiativen. Einerseits geht es darum, den Innovationsstandort Deutschland. Es werden nationale als auch europäische Datenräume geschaffen. Es werden KI-basierte Anwendungen nach und nach zugelassen, kommen in den Alltag, werden gefördert. Aber wirklich diese Grundlage einfach für die gesamte Gesundheitswirtschaft, die fehlt. Und da, wie gesagt, spreche ich gar nicht nur für eine Teilbranche, sondern wirklich für die gesamte industrielle Gesundheitswirtschaft. Ergänzend dazu einfach, warum es notwendig ist, diese Daten auch wirklich nutzen zu können, sagt der Sachverständigenrat auch nochmal ganz deutlich, dass eigentlich die deutsche Bevölkerung das Recht darauf hat, eine gute und sichere medizinische Forschung auf diesem Datenpool zu erhalten. Aber genauso auch sind die Bevölkerung ist da absolut bereit zu. Das ist also eher eine Debatte, die, glaube ich, sehr regulatorisch und juristisch geführt wird. Wenn man sich anschaut, dass in bevölkerungsrepräsentativen Befragungen 90% der Menschen in Deutschland bereit sind, ihre Daten zu teilen, wenn man ihnen erklärt, wie das funktioniert, welche Möglichkeiten es gibt, was damit getan wird, dann ist es tatsächlich eigentlich eine Debatte, die man jetzt spätestens mit dem Anschluss des Sachverständigenrates, nämlich Datenschutz und Mehrwert für Datennutzung neu zu denken, wirklich gesamtgesellschaftlich führen sollte und nicht auf Basis der regulatorischen Bedingungen, weil da, glaube ich, gibt es genug Gutachten und Einschätzungen dazu, dass das nicht die Hürde ist, das nicht einfach freizugeben. Und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, ist nochmal zu sagen, der Debatte, weil ich mal um den Unterschied zwischen wissenschaftlicher Forschung und Forschung geht, auch jedes forschende Unternehmen, glaube ich, ist sich sicher, die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis einzuhalten und sich tatsächlich um Datenschutz, Datensicherheit, um all diese Regulatorien zu kümmern und da sicherlich keinen Missbrauch zu betreiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bursig. Ja, nochmal Bursig, Zentralverband der Elektroindustrie. Vielen Dank für die Frage. Ich schließe mich den Ausführungen von Frau Schenk vollumfänglich an. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum die Industrie kein Antragsrecht für die Nutzung des Forschungsdatenzentrums eingeräumt bekommt. Das war schon von Anfang an ein Kommentar, den alle Industriebereiche abgegeben haben. Und auch hier bietet sich eine Gelegenheit, das zu korrigieren und
Wir würden uns sehr wünschen, zusammen mit vielen anderen Verbänden der industriellen Gesundheitswirtschaft, dass dieser Schritt jetzt gegangen wird. Die Vorteile sind alle schon dargestellt. Und es ist, wie gesagt, es gibt keinen vernünftigen Grund, ein Antragsrecht auszuschließen, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Und das zu korrigieren wäre ein wichtiger Schritt auch für die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft und für mehr Forschung und Entwicklung, auch am Standort Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Rebsamen. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Werner. Wie bewerten Sie die vorgesehene Möglichkeit für Versicherte, von digitalen Gesundheitsanwendungen erhobene Daten strukturiert in die elektronische Patientenakte einstellen zu können? Vielleicht haben Sie Beispiele dazu. Herr Professor Dr. Werner. Bei den bisher 12 zugelassenen GIGAs handelt es sich ja eben um diese digitalen Gesundheitsanwendungen, bei denen die therapeutische Leistung über eine speziell entwickelte Software angeboten wird, zum Beispiel ein Trainingsprogramm zur Veränderung von Schlafgewohnheiten. Hier denke ich an die Schlaf-App Somnio. Die wird bei uns im Schlafmedizinischen Zentrum auch eingesetzt. Es ist natürlich zu früh, jetzt über Ergebnisse wirklich berichten zu können. Wir haben aber insgesamt, ich sag mal, auf jeden Fall einen ersten positiven Eindruck. Bei manchen von diesen DIGAs gibt es die Möglichkeit, das halte ich für wichtig, zur Erhebung zusätzlicher Daten über die optionale Einbindung von Wearables und anderen Devices. Falls es sich hierbei aber um keine zertifizierten Medizinprodukte handelt, halte ich eine entsprechende Übermittlung der erfassten Daten an die elektronische Patientenakte für sehr kritisch. Handelt es sich hingegen um zertifizierte Medizinprodukte, ist eine strukturierte Übertragung der Daten aus meiner Sicht sinnvoll. Es ist ebenfalls für die Versorgung positiv zu bewerten, wenn Daten aus Hilfsmitteln und Implantaten, die als Medizinprodukte zertifiziert sind, ab dem 1.1.2023 über die DIGA in die elektronische Patientenakte einfließen, zum Beispiel Daten aus dem Herzschrittmacher oder der Insulinpumpe. Abschließend möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass ich es für wirklich sinnvoll halte, wenn die so erhobenen Daten auch wissenschaftlich genutzt werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt auch Lothar Rebsamen. Ich habe eine weitere Frage an Frau Professor Klein. Welche Chancen sehen Sie durch die Einführung einer Erstattungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen als sogenannte Pflege-Apps für die häusliche Versorgungssituation pflegebedürftiger Menschen? Und wo sehen Sie hier gegebenenfalls auch Grenzen? Frau Professor Dr. Klein. Also es gibt eine ganze Reihe von Chancen, weil die Digitalisierung letztendlich dann bedeutet, dass nicht mehr nur die administrativen Prozesse, die ja schon einige der Pflegedienste digitalisiert haben, digitalisiert sind, sondern man kann es dann letztendlich auch dazu nutzen, um die eigentlichen Pflegeaufgaben systematisch zu unterstützen. Natürlich nicht die Pflegeaufgaben, die direkt am Körper und von den Menschen passieren können, aber beispielsweise das Monitoring von Medikamenteneingabe ist eine Möglichkeit oder dass man Angehörige viel stärker anleitet, als das bisher der Fall war, oder auch psychosoziale Betreuung. Das bietet einfach ein riesiges Potenzial und die Entwicklungen werden bestimmt noch viel, viel mehr aufzeigen. Ganz zentral sind dazu natürlich sichere Netze, Netzwerkverbindungen, Datenschutz und Datensicherheit und Grenzen. Es gibt natürlich auch Grenzen, weil nicht jeder Haushalt hat eine Internetverbindung. Wir haben das ja jetzt in der Pandemie sehr gut mitbekommen, wie es in den Schulen aussieht. Bei den älteren Menschen sieht das zum Teil auch ähnlich aus. Das heißt, es gibt nur einen eingeschränkten Zugang. Viele sind vielleicht auch nicht digital unterwegs und haben das nicht ausreichend Know-how, um beispielsweise dann auch solche Dinge anwenden zu können.
Weiteres, was Grenzen sein könnten, sind die Kosten der Endgeräte, neben dem fehlenden Know-how, aber auch die Sprachschwierigkeiten, weil nicht alle verstehen Deutsch. Man muss zum Teil auch an die Leute denken, die nicht lesen können. Je nachdem, wie die Apps gestaltet sind, stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Fachsprache der Pflege beispielsweise verstanden wird. Daraus leiten sich natürlich auch eine Reihe von Anforderungen ab. Also einmal, dass solche Dinge mit berücksichtigt werden, Mehrsprachigkeit beispielsweise, aber auch barrierefreies Design der Anwendung. Sie muss einfach zu bedienen sein, auch für beispielsweise blinde, seheingeschränkte Menschen, gehörlose oder schwerhörige Menschen oder einfach auch eine einfache Sprache haben. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Wir haben insgesamt noch 3 Minuten. Okay, meine Frage richtet sich an Frau Dr. Geier vom SVDGV und an Herrn Zilch vom BVITG. Gerne würde ich von beiden wissen, wie Sie die vorgesehene Einführung einer Erstattungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen, also sogenannter Pflege-Apps, bewerten. Vielen Dank. Frau Dr. Geier. Ja, vielen Dank. Wir bewerten die Einführung sehr positiv. Frau Professor Klein hat ja schon ein paar Beispiele genannt. Wir finden auch, dass es absolut an der Zeit ist, digitale Innovationen auch im pflegerischen Umfeld einzusetzen. Es gibt ein paar Bestandteile der neuen Regelung, die uns etwas Sorgen bereiten. Ich fasse mich da ganz kurz. Das ist zum einen die gekoppelte Vergütung zwischen der digitalen Pflegeanwendung und der pflegerischen Leistung. Denn wir sehen hier, dass es eventuell Probleme geben kann, weil wir ein falsches Anreizsystem schaffen. Bei einer günstigeren Liefer habe ich dann einen höheren Vergütungsanteil und dies kann zu Preiswettbewerb oder auch Marktallianzen führen, bei denen dann vorrangig die Kosten und eben nicht der pflegerische Nutzen im Vordergrund steht. Und zudem haben wir dann auch noch Prozesse bei der Abrechnung, also die Frage, rechnet der Lieferhersteller ab oder der Pflegedienst und wie wird die Hilfsleistung der konkreten Lieferer zugeordnet, sodass wir resümieren würden, dass diese gekoppelte Vergütung tatsächlich nur Nachteile mit sich bringen würde. Daneben schließt die Regelung stationäre Pflegeeinrichtungen aus, da würden wir aber auch einen großen Bedarf sehen für Lieferer. Und noch ein letzter Punkt zum Nutzennachweis selber. Wir haben aus dem Liga-Bereich die Erfahrung gemacht, dass das Erprobungsjahr für viele Hersteller extrem wichtig ist, sehr entscheidend, um die Evidenz generieren zu können. Und das gilt für Lieferer aus unserer Sicht auch. Wenn man sich dann jetzt, wie es aktuell vorgesehen ist, dagegen entscheidet, dann müssen zumindest die Rahmenbedingungen frühzeitig kommuniziert werden, dass die Hersteller eben auch die Studiendaten zeitnah erheben können, dass wir Lieferer dann nicht erst in 1,5 oder 2 Jahren sehen, weil die Studien brauchen ja auch ihre Zeit. Also wir freuen uns auf uns. Dann gebe ich an Herrn Zilch weiter. Vielen Dank, Herr Zilch. Ich denke, 1 Minute. Sehr vielen Dank. Ich versuche es schneller. Sebastian Zilch, BVITG. Ich stimme Frau Dr. Geier in dem Gesagten soweit zu. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Und zwar wäre es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn DIPAs auch in der stationären Pflege eingesetzt werden können, weil ansonsten eine Vielzahl pflegebedürftiger Menschen von den Vorteilen der Digitalisierung ausgeschlossen bleibt. Darüber hinaus ist es aus unserer Sicht wichtig, dass eben zur Beurteilung des pflegerischen Nutzens zwingend auch pflegefachliche und technologische Expertise eingebunden werden kann, damit das Vorhaben auch zum Erfolg wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die SPD-Fraktion über. Und die erste Frage stellt Sabine Dittmar. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Das deutsche Gesundheitssystem fußt bei der Aushandlung des Leistungsumfanges der gesetzlichen Krankenversicherung durch die Selbstverwaltung. Und nach dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung soll neben dem bisher den DIKAS nun auch im Fall der DIBAS das BfArM als Teil der Exekutive über Nutzen von Anwendungen und deren Erstattung sowie über ergänzende personelle Unterstützung für Patienten, Patientinnen entscheiden. Wir bitten um eine grundsätzliche Einschätzung. Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Mit dem Fast-Track-Verfahren, was ja schon in der Vergangenheit eingeführt worden ist für die DIGA,
wurden die DIGA für eine deutschlandweite Gesundheitsversorgung und Erstattung zugelassen, ohne dass die Leistungserbringenden, also Ärzte, Krankenhäuser, medizinische Fachgesellschaften, die GKV oder Patientenvertreter wie sonst im gemeinsamen Bundesausschuss hierüber beraten oder entscheiden. Es gibt diesen Weg über das BfArM, das heißt eine Behörde macht hier die Zulassung. Diese Behörde ist dem Gesundheitsministerium unterstellt. Die Kriterien werden ebenfalls vom Ministerium per Rechtsverordnung festgelegt. Das Gleiche soll jetzt auch für die GIPA gelten und auch für die erforderlichen Unterstützungsleistungen. Das ist ordnungspolitisch hochproblematisch, denn es bedeutet, dass der Leistungskatalog in diesem Bereich jedenfalls ohne Beteiligung der gemeinsamen Selbstverwaltung stattfindet. Das ist ein Novum. Wir haben das auch in der Vergangenheit schon kritisiert. Wir sehen das auch nicht als gerechtfertigt an. Man könnte sagen, früher hätte man von Staatsmedizin gesprochen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Heidenblut. Meine Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer. Die psychotherapeutische Akutbehandlung zielt darauf ab, Menschen in einer akuten psychischen Krise zu stabilisieren und einen stationären Aufenthalt zu verhindern. Warum ist es aus Ihrer Sicht angezeigt, auch eine Akutbehandlung per Video zu ermöglichen? Und inwiefern kann die Patientensicherheit hier sichergestellt werden? Herr Dr. Melkopf. Ja, guten Tag, Nikolaus Melkopf, Bundespsychotherapeutenkammer. Vielen Dank für die Frage. Ja, aktuell können Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ihren Patienten keine psychotherapeutischen Akutbehandlungen per Video anbieten, da dies in der Psychotherapievereinbarung ausgeschlossen ist. Mit einer Aufnahme der Akutbehandlung in § 87 Absatz 2a Satz 19 SGB 5 könnte dieses Problem aber behoben werden. Gerade für Patienten in akuten Psychotherapie, in Krisensituationen, da werden flexible Behandlungsangebote benötigt, die dann aber an ihrem spezifischen Versorgungsbedarf orientiert sind. Das könnte dann zum Beispiel bedeuten, dass zur Stabilisierung einer Patientin Behandlungstermine mehrmals in der Woche auch dann per Video durchgeführt werden könnten, weil die Patientin den Weg in die Praxis nicht oder nicht jedes Mal schafft oder einrichten kann. Und auch der Bundesrat hat dies in seiner Stellungnahme zum DVPMG vorgeschlagen. Ein pauschaler Ausschluss dieser dringend behandlungsbedürftigen Patientengruppe von den Chancen der Digitalisierung lässt sich fachlich nicht begründen. Die Sorgfaltspflichten, die in den Berufsordnungen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verankert sind, bieten einen angemessenen Rahmen, um zu entscheiden, für welche Patientinnen und Patienten eine Akutbehandlung per Video angemessen ist und bei welchen auf den unmittelbaren Kontakt aus Gründen der Patientensicherheit nicht verzichtet werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die Bundespflegekammer und die BAGFW. Die zentrale Frage im Zusammenhang mit den digitalen Pflegeanwendungen ist eine ähnliche wie bei den DIGAs. Kann das BfArM die Frage des pflegerischen Nutzens nach § 78a Absatz 6 nach näherer Bestimmung per Rechtsverordnung durch das BMG fachlich beurteilen? Und sollte es in der Folge dann auch über die Leistung der GKV entscheiden? Herr Kafferberger. Ja, guten Tag, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Behrens, für die Frage. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass im BfArM, wenn es denn die Entscheidung treffen soll, dringend, und das ist ja auch schon bei in anderen Stellungnahmen heute deutlich geworden, dringend pflegefachliche Expertise einbeziehen muss und auch die Pflegeberufsverbände und auch die Pflegekammern entsprechend pflegefachlich einbeziehen muss. Das ist, denke ich, zwingend, damit tatsächlich auch die Versorgungsperspektive bei der Entscheidung über die Zulassung zur Versorgung Berücksichtigung findet. Vielen Dank. Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die BAGW. Ja, wie Herr Kaffenberger und vorher auch Frau Dr. Pfeiffer schon ausgeführt hat, sehen auch wir im BfArM nicht die notwendige Expertise gegeben, um den pflegerischen Nutzen tatsächlich bewerten zu können. Und deswegen haben wir als BAGFW den Vorschlag gemacht, hier einen Beirat zu errichten für die Erstellung des Verzeichnisses, in dem die betroffenen Verbände, aber auch die Bundesverbände der Pflege vertreten sind. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Ja, und die geht wieder an den GKV-Spitzenverband. Es ist vorgesehen, dass Anwendungen, die derzeit auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert sind, künftig als Anwendung innerhalb der Telematikinfrastruktur geführt werden sollen. In Ihrer Stellungnahme führen Sie aus, dass dies die Nutzung durch die Versicherten erheblich verkomplizieren würde. Stattdessen schlagen Sie vor, den Zugang zu vereinfachen. Können Sie uns Ihren Vorschlag bitte näher erläutern? Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Wir haben immer gefordert, dass die elektronische Gesundheitskarte nicht als Speichermedium benutzt werden soll und dass die Anwendung generell innerhalb der TI ablaufen soll. Deshalb begrüßen wir grundsätzlich diese Neuregelung, sehen aber Probleme in der konkreten Ausgestaltung, weil es die Nutzung für die Versicherten an zwei Stellen verkompliziert. Zum einen soll neben der neuen Patientenkurzakte ein zusätzlicher eigenständiger elektronischer Medikationsplan getrennt von der elektronischen Patientenakte geführt werden. Das schafft Doppelstrukturen, das heißt nicht nur doppelte Datenhaltung einschließlich des händischen ärztlichen Aufwands bei der Datenpflege, sondern wir vermuten auch erhebliche Mehrkosten durch doppelte technische Investitionen bedingt. Zum anderen führt das Gesetz den elektronischen Abruf der versicherten Daten durch die Leistungserbringer bei der Krankenkasse ein, belässt aber andererseits dauerhaft die Speicherung der versicherten Daten auf der Karte. Auch das bedeutet eine doppelte Datenhaltung. Das ist nicht zielführend und verkompliziert die Umsetzung, ohne dass ein Mehrwert dem gegenübersteht. Wir haben zudem die Befürchtung, dass die Daten der beiden Speicherorte dann auseinanderlaufen, wenn Informationen auf der EGK nicht aktualisiert werden. Da gibt es Unstimmigkeiten bei der Abrechnung und auch das Ziel der Vermeidung von Missbrauch könnte unterlaufen werden, da die Sperrung der Karte nicht in dem Umfang möglich ist und dann eben die irgendwo auf Notfallbehandlung beschränkten Ansprüche der Versicherten für den Arzt nicht erkannt werden. Deshalb ist unsere Forderung, unser Vorschlag, dass in der Neuregelung nach einer Übergangsfrist der Abruf der Daten, also bei den versicherten Daten, als alleinige Lösung festgeschrieben wird und wir nicht diese Parallele haben. Der zweite Punkt, die verschiedenen Anwendungen. Wir halten es nicht für sinnvoll, dass es über drei verschiedene Applikationen erfolgt, wie das im Gesetz vorgesehen ist, weil wir es auch für den Versicherten nicht für zumutbar halten, dass sie für ein digitales Gesundheitsmanagement auf diverse Apps angewiesen sind, die dann verschiedene Funktionen haben. Das gilt insbesondere, weil ja die Krankenkassen auch nach der geltenden Rechtslage schon eine Entwicklung für die Lösung für die Zugriffe der Versicherten vorangetrieben haben und auch künftig bei der Nutzung der elektronischen Patientenakte ein Frontend für die Zugriffe der Versicherten bereitstellen werden. Sollte an diesen verteilten Zuständigkeiten festgehalten werden für die Bereitstellung der Komponenten, muss auf jeden Fall klargestellt werden, dass es sich nicht um autarke Applikationen handelt, sondern um ein Modul, das in existierende Apps der Krankenkassen integriert werden kann. Besser wäre es, eine Plattform zu nehmen, wo diese Anwendungen integriert sind, damit die Versicherten nicht verschiedene Apps haben, auf denen sie dann unterschiedliche Informationen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heidenblut. Meine Frage geht erneut an die Bundespsychotherapeutenkammer. Psychotherapeutinnen verfügen über verschiedene Verordnungsbefugnisse, die auch zukünftig elektronisch abgebildet sein müssen. Inwiefern bilden die Regelungsvorschläge die bestehenden Verordnungsbefugnisse elektronisch ab? Herr Dr. Melkop. Ja, vielen Dank für die Frage. Melkop, Bundespsychotherapeutenkammer. Die bestehenden Verordnungsbefugnisse vom Psychotherapeuten werden durch die Vorgaben im Entwurf zum DVPMG zur Vermittlung von Verordnungen in elektronischer Form nicht adäquat abgebildet. Bei den Regeln zu elektronischen Verordnungen von häuslicher psychiatrischer Krankenpflege und Ergotherapie muss auch die Berufsgruppe der Psychotherapeutinnen aufgeführt werden. Sonst könnten Psychotherapeutinnen zukünftig die elektronischen Verordnungen nicht ausstellen, obwohl sie das heute analog bereits machen. Zusätzlich sollte die elektronische Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen in einem eigenen Absatz geregelt werden, um auch hier sicherzustellen, dass neben Ärztinnen und Ärzten auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten diese künftig elektronisch verordnen können.
Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Dankeschön. Eine Frage richtet sich an Frau Dr. Pfeiffer vom GKV-Spitzenverband. Im Falle der digitalen Pflegeanwendungen soll anders als bei DIGAS bereits 3 Monate nach Aufnahme in die BfArM-Liste ein Vergütungsvertrag geschlossen werden, der dann ab dem ersten Tag der Aufnahme gilt. Es soll also 2 unterschiedliche Preisfindungsdramaturgien geben. Sehen Sie dies als gerechtfertigt an? Worin liegt zudem der unmittelbare Vorteil beim DIPA-Verfahren? Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Also es soll ja, wie Sie schon gesagt haben, eine Vereinbarung zwischen Spitzenverband und dem Hersteller einer digitalen Pflegeanwendung innerhalb von 3 Monaten nach der Aufnahme in das Verzeichnis vorgenommen werden. Und der Vergütungsbetrag und die Unterstützungsleistung dürfen den Höchstbetrag von insgesamt 50 Euro nicht überschreiten. Das bedeutet ganz entscheidend im Unterschied zu den DIGAs, dass es keine 12-monatige Preisfreiheit für den Hersteller gibt. Das haben wir ja bei den DIGAs bereits kritisiert, weil wir hier feststellen, dass es vergleichsweise hohe Forderungen seitens der DIGA-Hersteller gibt, bei den jetzt schon aufgenommenen DIGAs. Diese Preise stehen in keinem Verhältnis zu den Vergütungen für konventionelle und persönlich erbrachte Leistungen, also zum Beispiel ärztliche Leistungen, sind auch um ein Vielfaches höher als die Preise, die für Selbstzahler vorher gefordert wurden. Und es gilt, und das ist äußerst problematisch, auch für die meisten auf Probe aufgenommenen DIGAs. Insofern begrüßen wir, dass hier bei den DIPAs eine andere Vorgehensweise gewählt wird, dass der Vergütungsbetrag erstens schneller gilt und dann ab dem Tag der Aufnahme in das Verzeichnis gilt und auch derartige Obergrenzen vorgesehen werden. Wir würden uns wünschen, dass es auch bei den DIGAs eine entsprechende Veränderung geben würde. Vielen Dank, Frau Dittmar. Meine Frage geht jetzt an den GBA und an die Bundespsychotherapeutenkammer. Herr Professor Hecken, Herr Milkop, der GBA hat in seiner Stellungnahme in Sachen Beauftragung zu EAU sehr deutlich gemacht, dass sich nur schwerlich geeignete Fälle finden lassen, die ohne vorherigen persönlichen Kontakt und reiner Fernbehandlung zu befürworten wären. Wie begründen Sie Ihre Position? Herr Professor Hecken. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Aus unserer Sicht wäre es schlicht unverantwortlich, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Wege der ärztlichen Fernbehandlung auch bei solchen Patientinnen und Patienten dauerhaft zu ermöglichen, die bislang noch niemals in der jeweiligen Vertragsarztpraxis behandelt worden sind und deshalb doch noch gänzlich unbekannt sind. Wir haben ja bereits vor einiger Zeit unabhängig von den Covid-Sonderregelungen in der AU-Richtlinie die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit auf digitalen Wege und nach Fernbehandlung zugelassen, aber dabei einvernehmlich klargestellt, dass wir dies für fachlich nur vertretbar halten in den Fällen, in denen der Patient oder die Patientin in der jeweiligen Vertragsarztpraxis auch persönlich bekannt ist. Nur in diesem Fall besteht aufgrund der in der Patientenakte dokumentierten unmittelbaren persönlichen Untersuchungen aufgrund der Kenntnis des Patienten die notwendige Erfahrung, das notwendige Wissen, um eine vernünftige ärztliche Diagnose abgeben zu können. Es gibt aus unserer Sicht schlicht keine geeigneten Fälle und damit beauftragt uns ja der Gesetzgeber, diese zu identifizieren, in denen dies anders gesehen werden könnte. Bei multimorbiden Patienten, bei Patienten mit manifesten Erkrankungen erklärt sich das von selbst. Kann man eine vernünftige Diagnose und damit auch eine Arbeitsunfähigkeit nur attestieren, wenn man die gesamte Krankengeschichte des Patienten kennt. Bei jungen, gesunden, in Anführungszeichen, Patientinnen und Patienten ist es bei manifesten Beschwerden ohne Kenntnis der Begleitumstände sehr gefährlich, dann aus der Ferne eine Diagnose, ohne das Wesen des Patienten zu kennen, abzugeben. Im Übrigen besteht hier auch ein relativ großes Missbrauchspotenzial bei trivialeren Erkrankungen, wie das man bei Covid
in Kauf nehmen konnte, wegen der Infektionsrisiken, das aber letztlich für die Dauerversorgung mit Blick auch auf die Beweislast der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht vertretbar ist. Wir bewegen uns hier auch auf der Basis der einvernehmlich vom Deutschen Ärztetag getroffenen Festlegungen, die sagen, Fernbehandlung ja, aber niemals Fernbehandlung in Gestalt von Primärarztmodellen, die durch den Entwurf eröffnete Möglichkeit für präventiv versorgende Vertragsarztpraxen, sich auf das Ausstellen von telemedizinischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu spezialisieren, wird aus unserer Sicht ganz, ganz erhebliche Risiken, weil sie das Krankschreiben zu einem Marktmodell mit erheblichem Missbrauchspotenzial machen könnte. Und das sollte auf alle Fälle vermieden werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Melkop. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, genauso wie Herr Recken auch schon ausgeführt hat, lehnen auch wir, die Bundespsychotherapeutenkammer, diesen Regelungsvorschlag ab. Die Richtlinie des GBA zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit sieht ja bereits vor, dass im Rahmen der Videosprechstunde eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden kann. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Patientin oder der Patient bereits bekannt ist und schon mal in der Praxis vorstellig war. Auch wenn es sich in dem konkreten Krankheitsfall dabei um eine Erstbescheinigung einer Arbeitsunfähigkeit handelt. Aus unserer Sicht ist es fachlich keinesfalls vertretbar, dass eine Arbeitsunfähigkeit in solchen Fällen der Videosprechstunde ausgestellt werden soll, bei denen die Patientin oder der Patient noch nie in der Praxis vorstellig geworden ist und die Ärztin oder der Arzt die betroffene Person und ihre Krankheitshistorie nicht kennt. Und deswegen denken wir, dass dies der Sorgfaltspflicht entgegensteht. Danke. Vielen Dank. Zwei Minuten haben wir noch, Herr Heidenblut. Dann versuche ich das mal ganz schnell zu machen. Meine Frage geht an den Bundesverband der Verbraucherzentralen. Der Gesetzentwurf sieht einen direkt verlinkten Zugriff der Versicherten aus einer EPA und aus der E-Verordnungs-App auf das werbefreie nationale Gesundheitsportal vor. Wie bewerten Sie diese Möglichkeit und sehen Sie hier Probleme? Frau Rock. Ja, vielen Dank für die Frage. Guten Tag zusammen. Christian Rock, Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir begrüßen die Verlängerung des Gesundheitsportals mit der elektronischen Patientenakte und dem Medikationsplan. Kritisch sehen wir allerdings die Tatsache, dass andere Anbieter, zum Beispiel Dritte, keinen geregelten Zugang zu den Arztdaten haben, wie dies etwa bei den telemedizinischen Daten nach § 370a SGB V der Fall ist. Dankeschön. Vielen Dank auf den Punkt. Und das Fragerecht geht über an die AfD-Fraktion. Die erste Frage stellt Herr Spangenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Bundesverband Internetmedizin e.V., an Frau Pia Meyer. Frau Meyer, Sie erwähnten, dass es sinnvoll sei, bereits während der stationären Aufenthaltes mit dem Einsatz Training, Digitals und so weiter zu beginnen, also die digitale Anwendung, und bei der Auswahl der Hersteller seitens des Krankenhauspersonals Unterstützung zu geben. Die Frage ist nun, wie neutral halten Sie die Beratung zur Herstellerauswahl dann von Seiten dieses Krankenhauspersonals? Und zweitens, sehen Sie eine Gefahr, dass die digitale Gesundheits-Apps verordnet werden, aber dann doch nicht genutzt werden? Und wenn das so wäre, was könnte man dagegen tun? Wie könnte die Nutzung gesichert werden? Vielen Dank. Frau Meyer. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, es geht um den Einsatz von digitalen Gesundheitsanwendungen im Krankenhaus. Wir denken dabei zum Beispiel an Apps im Bereich der Psychotherapie oder auch der Physiotherapie, also Einüben von konkreten Übungen, die bereits während des stationären Aufenthalts mit dem dort in der Station, also im Krankenhaus vorhandenen Personal eingeübt werden können mit den PatientInnen. Und ich denke, dass genau diese gemeinsame Einübungsphase den dauerhaften Einsatz einer DiGA, die dann verordnet wird, auch für die dauerhafte Verwendung sprechen würde. Und die ÄrztInnen in den Krankenhäusern sind natürlich genauso daran gebunden, wie alle anderen Leistungserbringenden auch, dass sie eine Entscheidung treffen, welchen Hersteller sie nutzen, vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit einerseits und vor dem Hintergrund
der medizinischen Fragen, die für den konkreten Patienten oder die konkrete Patientin relevant sind. Und da ist eine Bevorzugung eines Herstellers eigentlich ausgeschlossen. Vor allem, wenn es um die Verordnung im Rahmen des Entlassmanagements geht, gibt es da klare Regeln, dass es hier keine gezielten Zuweisungen geben darf. Danke. Herr Schneider, da ist ein Mikrofondefekt. Wenn Sie das andere nehmen und die Frage okay. nochmal stellen können. Alles klar, dann machen wir es so. Also meine Frage richtet sich an Frau Pia Meyer vom Bundesverband Internetmedizin. In Ihrer Stellungnahme weisen Sie darauf hin, dass es aus Ihrer Sicht zu begrüßen sei, dass digitale Pflegeanwendungen den digitalen Gesundheitsanwendungen gleichgestellt werden. Können Sie das bitte noch mal erläutern? Danke. Frau Meyer, ich vermute, dass es technische Probleme gibt. Ich glaube, wir machen weiter mit der nächsten Frage von Herrn Spangenberg und beobachten mal, wann Frau Meyer antworten kann. Ja, vielen Dank. Also meine Frage geht an Frau Dr. Doris Pfeiffer, Spitzenverband Gesetzliche Krankenversicherung. Frau Dr. Pfeiffer, erwarten Sie durch das Gesetz zur digitalen Modernisierung deutlich mehr belastbare Daten aus der Selbstmedikation mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln? Und glauben Sie, dass durch einen weiteren Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitswesen, zum Beispiel durch abrechenbare Medical-Apps und digitale Gesundheitsanwendungen, zukünftig eine Verschiebung hin zu mehr Prävention gegeben wird? Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass wir, was die Daten zur Arzneimittelverordnung angeht, keine wesentlichen weiteren Daten bekommen werden. Es gibt die Möglichkeit, über die Abrechnungsdaten, zukünftig das Forschungsdatenzentrum, hier entsprechende Auswertungen vorzunehmen. Die Daten, die in den Patientenakten enthalten sind, sind ja nicht sozusagen eins zu eins auswertbar, sondern das ist ja eine Frage der zur Verfügungstellung durch die Patientinnen und Patienten. Insofern ist das keine direkte Möglichkeit, Daten auszuwerten, die wir aber im Moment auch nicht für notwendig halten, sondern es ist wesentlich auch, die Daten eben über die Abrechnungsdaten zu analysieren. Die Frage des Ausbaus der Prävention ist in erster Linie davon abhängig, in welchem Umfang solche DIGAs in präventiven Bereichen angeboten werden. Hier gibt es sicherlich eine Reihe von Möglichkeiten. Wir haben aber bislang ja bei allen DIGAs das Problem, dass die Studienlage bisher eher, ja, vorsichtig gesagt, eher knapp ist. Von daher ist die Frage, ob mehr Leistungen angeboten werden, natürlich nicht gleichzusetzen, damit dass auch bessere Ergebnisse erzielt werden. Meines Wissens sind bislang, was die Prävention angeht, nicht so viele DIGAs vorgesehen. Vielen Dank. Ich frage noch mal, ob Frau Meyer sprechfähig ist. Ja. Ich bin wieder sprechfähig, ich habe aber die Frage leider nicht gehört. Wenn Sie mir ganz kurz ein Stichwort geben können. Dann stelle ich noch mal meine Frage an Frau Pia Meyer. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass es aus Ihrer Sicht zu begrüßen sei, digitale Pflegeanwendungen, digitalen Gesundheitsanwendungen gleichzustellen. Können Sie das bitte noch mal erläutern? Frau Meyer. Ja, das kann ich tun, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, Pia Meyer, Bundesverband Internetmedizin. Es geht um die schon angesprochenen Punkte, dass hier die Erstattung von vornherein begrenzt ist auf 50 Euro, inklusive der pflegerischen Unterstützungsleistung. Außerdem ist keine Erprobungsphase vorgesehen und der Vergütungsbetrag soll ab dem ersten Tag gelten. Wir fordern hier eine Gleichstellung der digitalen Patientenanwendungen, der digitalen Pflegeanwendungen mit den Gesundheitsanwendungen, nicht andersherum, weil nur dann, wenn hier eine vernünftige Vergütung bezahlt wird, können wir auch damit rechnen, dass hier innovative Produkte entwickelt werden. Ansonsten wird das ein sehr bescheidener kleiner Markt bleiben, der die Pflege auch nicht besonders ernst nimmt. Danke. Vielen Dank, Frau Meyer. Ich glaube, alle hier im Raum würden sich freuen, wenn sie einmal ihre schöne schwarze Katze streicheln dürften. Danke, ich tue es für Sie alle. Vielen Dank.
Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht an den Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste e.V., Herrn Bernd Teves. Herr Teves, welche Modellprojekte zur Telepflege sind Ihnen bekannt? Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Modellprojekte es aktuell zur Telepflege insgesamt in Deutschland gibt? Und wenn ja, sind diese Modellprojekte miteinander vernetzt? Und welche Erkenntnisse werden hier geteilt? Und vielleicht auch noch, nach welchen Kriterien erfolgt die Projektauswertung und mit wem werden die Ergebnisse zur Verfügung gestellt? Sollten Sie das mit Nein beantworten, wäre die Frage, ist es geplant, eine deutschlandweite Projektbegleitung zur Telepflege ins Leben zu rufen und wer sollte dann die Federführung übernehmen? Vielen Dank. Herr Teves. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, danke für die Frage. Bernd Teves, BPA. Ein Gesamtüberblick über alle Modellprojekte, die es insgesamt zur Telepflege gibt, habe ich. Es gibt eine BMG-Studie zur digitalen Projekten, die von 2019 ist. Es gibt 74 Projekte, die aus Bundesmitteln gefördert werden, aufgelistet hat. Das ist aber nicht vollständig, weil diverse Bundesländer eben eigenständige Modellprojekte fördern, zum Beispiel Bayern oder Niedersachsen. In Niedersachsen gibt es einige Modellprojekte, die einerseits sich an der Frage der Versorgungssicherheit entlanghangeln. Das besteht insbesondere in der Küstenregion. Dort wird sozusagen die Versorgung über die Telepflege von Inselbewohnern vorangetrieben und erprobt. Gleichzeitig gibt es Modelle zur Telemedizin, wo ambulante Pflegedienste im Zusammenhang mit ärztlichen Visiten die Aufnahme von Vitalzeichen übernehmen und diese elektronisch an den Arzt übermitteln und gegebenenfalls daraus dann Folgebehandlungen entstehen. Das sind so die wesentlichen Inhalte der Modellprojekte, die im norddeutschen Raum bekannt sind, darüber hinaus, wie gesagt, die digitalen Projekte des Bundes und der Länder. Hinsichtlich der Vernetzung dieser Projekte können wir dazu nur in der Form beitragen, dass Projekte, die, an denen wir beteiligt sind und die uns zur Kenntnis gelangen, davon sind wir eine Vernetzung innerhalb unserer Mitgliedschaft. Über eine formale Vernetzung haben wir keine Kenntnis. Was die Vernetzung bundesweit und dann dem Anspruch einer deutschlandweiten Projektbegleitung angeht, da sind wir der Auffassung, dass es sicherlich sinnvoll wäre, wenn es eine Vernetzung der Erkenntnislage geben würde und auch mit vollständiger Übersicht über die Modellprojekte, was gegenwärtig, wie gesagt, nicht gegeben ist. Eine Ansiedlung einer solchen Stelle ist bisher nicht diskutiert. Es gibt die Forschungsstelle beim GKV zur Pflege, die sich über das Thema der Modellprojekte nach § 125 SGB XI ja damit beschäftigt, die TI-Anbindung für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen in der Zukunft modellhaft zu erproben. Wenn darüber nachgedacht werden würde, dort auch eine Vernetzung zu verankern, dann wäre jetzt zwingend die Beteiligung der Trägerverbände aus unserer Sicht sinnvoll, um damit eben auch den Transport der Erkenntnisse in die Praxis mit zu unterstützen. Danke. Vielen Dank. Herr Schneider. Meine Frage geht auch an Herrn Teves. Sie hatten ja eben schon geschildert, welche Aufgaben Telepflegekräfte im Rahmen von Pilotprojekten wahrnehmen. Können Sie das vielleicht noch mal ergänzen? Welche Aufgaben sehen Sie da zukünftig? Wie sehen Sie da insgesamt auch den Bedarf zahlenmäßig an Telepflegefachkräften? Und wie kann dieser Bedarf gedeckt werden? Herr Teves, Sie haben eigentlich 30 Sekunden. Ich erhöhe auf eine Minute, weil eben der Herr Schneider zweimal die Frage stellen musste. Ich danke, Herr Vorsitzender, und bemühe mich, die auszuschütten. Also, aus unserer Sicht habe ich ja schon dargestellt, gibt es diverse Möglichkeiten, sowohl der Telepflege als auch insbesondere der Digitalisierung der pflegerischen Leistungen. Da sind ja insbesondere vorgesehen, kurzfristig die
Verordnungspraxis zu digitalisieren, die Rezepte und auch die Einbindung in die EPA ist ja für die Pflege vorgesehen. Das halten wir für entscheidende und zunächst auch hochrelevante Möglichkeiten der Beteiligung. Darüber hinaus glauben wir, dass das Leistungsrecht erweitert werden muss, um die Maßnahmen, die einzelnen, die im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Pflege und damit auch der Telepflege möglich sind, zukünftig dann auch refinanziert zu bekommen und damit auch gleichzeitig einen Anspruch für die Versicherten zu stellen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die FDP-Fraktion und die nächste Frage stellt Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Wolfgang Greiner. Herr Greiner, meine Frage betrifft die digitalen Gesundheitsanwendungen, also die DIGAs. Wie bewerten Sie die getroffenen Regelungen hinsichtlich der Erprobungsphase? Gibt es möglicherweise Optimierungsbedarf? Und wie bewerten Sie die Transparenz des Verfahrens? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Greiner. Ja, ich habe zu danken und danke Herren und Herren Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld. Ich bin auch im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Und wie, glaube ich, schon erläutert worden ist, wir haben kürzlich erst zu vielen der Themen, über die Sie heute auch diskutiert haben, ein Gutachten vorgelegt. Das wird Ihnen auch vorgestellt werden von dem Vorsitzenden, Herrn Professor Gerlach. Deswegen will ich da nicht vorgreifen. Konkret zu Ihrer Frage. Es ist ja so, dass bei den DIGAs ohnehin schon vorgesehen war, dass es möglich sein sollte, dass diese 12-monatige Erprobungsphase in Einzelfällen auf 24 Monate hätte verlängert werden können. Das ist jetzt sozusagen auch am Anfang schon möglich und vermutlich ist es einfach eine Frage der Anerkennung von Realität, dass man Forschung gar nicht viel anders durchführen kann. Also 12 Monate ist extrem kurz. Ich kann mir das als Versorgungsforscher eigentlich nur vorstellen, wenn die Studie im Grunde schon läuft. Rekrutierung, Verträge machen, Beobachtungszeiten, das alles kostet Zeit. Deswegen finde ich diese Regelung richtig, dass sie so reingekommen ist, dass man die natürlich behandeln muss im Einzelfall. Wichtig allerdings, dass es sich dadurch keine zeitliche Verzögerung bei den Preisverhandlungen ergibt. Und man muss auch beachten, dass damit natürlich auch der Unsicherheitszeitraum über die Evidenz sich nach hinten schiebt. Also das hat alles seinen Preis und deswegen wäre sehr anzuraten, insgesamt für das gesamte Verfahren, das betrifft auch die DIPAs, eine wissenschaftliche Evaluation mit anzuschließen, auch um zu schauen, wie das Ganze genutzt wird, von wem es genutzt wird, in welcher Weise hier auch diese Erprobungsphase dann zum Ende gebracht wird. Sie fragten auch nach der Transparenz des Verfahrens. Da sehen wir auch im Rat, wenn Sie das nachlesen, noch eine gewisse Luft nach oben, insbesondere wenn man das vergleicht mit dem Anlaufverfahren, also der Bewertung von Arzneimitteln. Wir können zum Beispiel den Informationen aus dem B-Farm entnehmen, dass es eine DIGA nicht geschafft hat, die ist also abgelehnt worden. Wir kennen nicht die Gründe, wir kennen nicht die Studien, die dahinter stehen, wir wissen noch nicht mal, worum es sich handelt. Deswegen wäre es sicherlich sinnvoll, hier auf einen ähnlichen Informationsstand zu kommen, denn das würde ja im Grunde genommen auch für die Verschreiber und für die Patientinnen und Patienten entsprechend eine sehr sinnvolle Entscheidungsgrundlage darstellen. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duknus. Ja, vielen Dank. Auch meine nächste Frage geht an Herrn Professor Greiner und betrifft jetzt die von Ihnen schon angesprochenen DIPAs, also die digitalen Pflegeanwendungen. Wie bewerten Sie die hier vorgenommenen Regelungen? Es besteht ja ein Unterschied. Können Sie da vielleicht ein paar Ausführungen dazu leisten? Dankeschön. Herr Professor Dr. Greiner. Ja, gerne. Ihnen ist ja schon deutlich geworden, dass es eine Reihe von Unterschieden gibt in den Regeln zwischen DIGAs und DIPAs. Zunächst mal ist es sehr zu begrüßen wirklich, dass auch dieser Bereich jetzt mit abgedeckt wird, dass auch hier die Digitalisierung im Pflegebereich Einzug halten kann, dass auch hier geprüft wird, in welcher Weise diese Anwendung in Form von wissenschaftlicher Evidenz ihre Tauglichkeit gezeigt haben. Einer der wesentlichen Unterschiede ist ja, dass eine sofortige Bepreisung erfolgt. Das muss man im Zusammenhang dessen sehen, dass ja hier auch ein monatlicher Höchstbetrag vereinbart worden ist. Genau dieser ist ja mit 50 Euro nun zunächst mal gegriffen. Das wird vermutlich gesetzgeberisch auch gar nicht anders möglich sein. Auch hier wäre es wichtig zu wissen, wie ist dieser Betrag einzuschätzen. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Also ist das zu hoch, ist das zu niedrig? Für wen ist das was? Wie erfolgt ein Verzicht gegebenenfalls? Gibt es vielleicht Patientinnen und Patienten, die auch durchaus Aufzahlungen leisten? Das muss man gar nicht kritisch sehen, aber es muss sichergestellt sein, dass durch diese Regelung eben nicht sinnvolle Anwendung von digitalen Gesundheitsanwendungen unterbleibt. Weiterhin ist es so, dass sehr positiv zu bewerten ist, eigentlich, dass es diese vorläufigen Nutzennachweise für die Regelversorgung nicht gibt. Umgekehrt heißt das aber auch, dass man natürlich den Anbietern dann die Gelegenheit geben muss, das ist jetzt außerhalb des Gesetzes, aber das wäre gut, wenn das sich in das System fortsetzt, dass zum Beispiel in Selektivverträgen dann eine entsprechende Nutzung schon mal möglich ist, um hier auch außerhalb von Studien mit höherer entsprechender Probandenzahl eine wissenschaftliche Untersuchung dessen durchführen zu können. Wir erwarten ja noch die Rechtsverordnung dazu vom Bundesgesundheitsministerium. Deswegen kann man da noch nicht viel zu sagen. Die Mindestanforderungen der evidenzbasierten Medizin sollten natürlich eingehalten sein. Womit auch angesprochen ist, dass bei den DIGAs ja auch über das, was wir vom Amnok her kennen, Nutzenkategorien definiert worden sind, wo wir noch nicht genau wissen, wie sich das in der Anwendung tatsächlich niederschlägt. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duckner. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Wie bewerten Sie den Gesetzesentwurf sowohl mit Blick auf den Eingriff des Staates in den Markt und den funktionierenden Wettbewerb, als auch mit Blick auf das vor dem Landgericht München im Eilverfahren erstrittene Urteil von Burda gegen Google und das BMG? Vielen Dank. Herr Dr. Dögens. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Sebastian Dudenz, Burda Verlag und heute hier für den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Frau Altenberg-Duckenus, meine Damen und Herren Abgeordnete. Das Urteil des Landgerichts Münchens, das Sie angesprochen haben, war natürlich erfreulich, man kann auch sagen historisch, weil das Gericht die Kooperation zwischen dem Gesundheitsportal des Bundesgesundheitsministeriums und Google als kartellrechtswidrig erachtet hat und deshalb verboten hat. Aber das Gericht hat damals nicht über die Frage geurteilt, ob der Staat ein Portal wie gesund.de überhaupt betreiben darf. Ob wir in den Verlagen sehen jetzt mit großer Sorge, dass das DVBMG sowohl die explizite gesetzliche Erlaubnis für den Betrieb dieses Portals enthält, als auch die Erlaubnis zum weitreichenden Ausbau dieses Portals. Und dazu drei kurze Bemerkungen. Erstens, das Portal soll, Zitat, zentraler Anlaufpunkt für den Gesundheitsbereich werden und gesundheits- und pflegebezogene Informationen in allgemein verständlicher Sprache zur Verfügung stellen. So steht es im Gesetzentwurf, Paragraph 395. Und natürlich, meine Damen und Herren, darf der Staat anlassbezogen informieren und sein Handeln erklären. Aber das, was das BMG hier vorhat, wäre nichts anderes als die Einführung von Staatspresse, die aus guten Gründen verfassungswidrig ist. Zweitens, das Portal soll nicht nur ein vollwertiges journalistisches Angebot sein, wie eben beschrieben, sondern diverse neue Funktionen bekommen, zum Beispiel eine Arztsuche und ein Buchungssystem für telemedizinische Leistungen. All das, meine Damen und Herren, bieten private Firmen seit Jahren an. Wozu braucht es hier eine Staatslösung? Und drittens, und das wurde bereits erwähnt, die elektronischen Patientenakte und das E-Rezept sollen Schnittstellen bzw. Links bekommen, die ausschließlich auf gesund.de verweisen. Der Staat lenkt also die Leserinnen und Leser auf sein eigenes Gesundheitsportal und an den vielen guten privaten Angeboten vorbei. Das ignoriert alle digitalpolitischen Fortschritte der vergangenen Jahre, in denen in Berlin und Brüssel um fairen Zugang zu monopolartigen Digitalplattformen gerungen wurde. Kurzum, wir finden, dass der Staat weder Verleger noch Unternehmer sein sollte. Wir plädieren dafür drei Änderungen am Gesetz. Erstens, den inhaltlichen Auftrag von gesund.de in § 395 klar zu begrenzen. Zweitens, den Ausbau des Portals, um weitere Funktionen zu streichen, ebenfalls § 395. Und drittens, die Schnittstellen, die § 363 vorsieht, zumindest auch für andere nichtstaatliche Angebote zu öffnen. Und so hat es ja auch Frau Rock vom Verbraucherzentralen Bundesverband gefordert. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Minute haben wir noch, Frau Aschenberg-Duckner. Ui, ganz schnell an den Deutschen Hebammenverband. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme dafür aus, dass die Versichertenbestätigung zum Nachweis erbrachter Hebammenleistung künftig ausschließlich digital erfolgen soll. Sollte es da eine Übergangsfrist geben? Dankeschön.
Frau Jahn-Zörens. Jahn-Zörens, Deutscher Hebammenverband, herzlichen Dank für diese Frage. So ganz schnell vor Vorschluss. Wir möchten natürlich, dass Sie eine Übergangsphase haben. Es soll eine Öffnung geben, weil derzeit ist ausschließlich die analoge Versichertenbestätigung für uns vorgesehen. Und bei der digitalen Leistungserbringung einerseits und auch bei der digitalen Rechnungsüberlieferung andererseits ist es ein Medienbruch, dann die Urschriften nach wie vor noch mit der normalen Post weiterleiten zu müssen. Das ist ganz wichtig und wenn Sie noch mir gestatten, möchte ich zu der ganz abgerundeten Geschichte in dem Punkt noch sagen, dass wir ergänzend bei der TI-Anschlussgeschichte und bei der Einführung der Digitalisierung, die der Deutsche Hebammenverband insgesamt sehr begrüßt, ausdrücklich hinweisen, dass in § 380 bei den Kosten zum Anschluss an die TI derzeit die hebammengeleisteten Einrichtungen nicht vorgesehen sind. Das heißt, die Geburtshäuser können sich nicht anschließen. Das sehen wir sehr kritisch, weil genau diese stationäre Anbindung wäre jetzt möglich. Die mobile, die dann auch im häuslichen Umfeld möglich wäre, ist noch in der technischen Entwicklung. Darin sehen wir ein großes Problem. Vielen Dank. Das ist zunächst von mir. Danke. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Die Linke. Und die erste Frage stellt Dr. Kessler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Dr. Hecker vom Aktionsbündnis Patientensicherheit. Frau Dr. Hecker, die meisten Behandlungsmethoden müssen in Studien vor ihrer breiten Anwendung Nutzen und Sicherheit nachweisen. Für digitale Gesundheitsanwendungen gilt das nicht. Wie bewerten Sie das aus Sicht der Patientensicherheit und wie bewerten Sie Sie in diesem Zusammenhang die Verlängerung der Erprobungsphase? Frau Dr. Hecker. Ja, guten Tag. Ich hoffe, mich hört man gut. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, danke für die interessante Frage. Ja, das Denken in Patientensicherheit bedeutet, dass wir die Wahrscheinlichkeit des Auftretens vermeidbarer unerwünschter Ereignisse mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln reduzieren wollen. Und natürlich sind wir das in Deutschland gewohnt, dass wir das im Rahmen von Studien machen mit ganz klaren Studiendesigns. Hier ist es aber, glaube ich, wichtig, dass wir sehen müssen, dass die digitalen Anwendungen wirklich in direkte Versorgung kommen. Aber natürlich gibt es dort auch Risiken. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir kennen die Chance der Versorgung mit einem Gipsverband und wir kennen die Risiken, wenn er zu eng oder zu locker angebracht ist. Die Versorgungseffekte, also die Chancen der DIGAs und DIPAs, die nachgewiesen werden, daran wird gedacht. Wir fordern hier allerdings auch einen klaren Nachweis, dass man sich mit den möglichen Risiken in der Versorgung auseinandergesetzt hat. Der Zusatznutzen gegenüber der üblichen Versorgung, das sind die Chancen, aber auch die möglichen Risiken gegenüber der jetzt üblichen Versorgung. Also Frau Pfeiffer hat es eben schon mit den Plattformen angedeutet oder auch Herr Greiner hat Hinweise dazu gegeben oder auch Frau Meier eben schon. Frau Pia Meier, wir werden hier noch eine deutliche Lernkurve haben, weil die Tücke nämlich im Detail liegt. Zum Beispiel Warnhinweise gibt es sie. Vielleicht müssen sie aber in einer anderen Form da sein, akustisch mehr oder an einer anderen Stelle des Prozesses dargestellt werden. Wir fordern für die Patientensicherheit, dass es nicht nur eine Risikomanagementbewertung bezüglich der IT- und Datenschutzrisiken gibt, sondern auch für mögliche Risiken, die in der direkten Versorgung entstehen, die wir noch nicht kennen. Diese kann man mit den beteiligten Anwendern und unterschiedlichen Zusammensetzungen von Patientengruppen in Szenarioanalysen erarbeiten oder über Risikoanalysen nach Zwischenfällen. Deshalb sind zentrale Feedbacksysteme wichtig und um genügend Erfahrung seitens der Anwender und Probleme der Anwender zu erfahren, sei es aus der Pflege, sei es von Patientenseite, sei es ärztlicherseits oder auch der Industrie, die diese Apps zur Verfügung stellt, ist eine Verlängerung des Erprobungszeitraums von einem Jahr und eine Erweiterung auf 24 Monate weiterhin sinnvoll. Ich hoffe, ich konnte damit Ihre Frage beantworten. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, vielen Dank. Erschöpfend beantworten. Meine nächste richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Frau Dr. Pfeiffer, wie bewertet der GKV-Spitzenverband die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung der Beitragsfinanzierung der Gematik von 1 Euro auf 1,50 Euro je Mitglied vor dem Hintergrund einer Veränderung der Gesellschafteranteile? Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Die vorgesehene Anpassung auf 1,50 Euro im Mitglied erhöht die jährlichen Zuwendungen auf rund 85 Millionen Euro. Als Begründung wird im Gesetzentwurf angeführt, es sei notwendig für den Inflationsausgleich und die durch die Dynamik der digitalen Veränderungsprozesse stark gewachsenen Aufgaben.
Dazu muss man aber sagen, diese Aufgaben sind ja nicht zufällig gewachsen, sondern das hat der Gesetzgeber in der Gematik auch erlegt, also sozusagen ein quasi perpetuum mobile. Man verlagert mehr Aufgaben und sagt dann, es ist teurer geworden, deswegen brauchen wir mehr Geld. Hochproblematisch ist ohnehin diese Konstruktion durch die Übernahme der Gesellschafteranteile in der Gematik. Die Bundesregierung, also Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMG, hält 51% der Gesellschafteranteile. Die Finanzierung der Gematik erfolgt aber weiterhin zu 100% aus Beitragsmitteln der gesetzlich Versicherten. Also das ist ein hochproblematisches Thema, denn wir haben dann hier das Auseinanderfallen von Verantwortung und Finanzierung. Und wir wissen aus allen anderen Bereichen, wenn man Entscheidungen treffen kann und andere die Finanzierung übernehmen müssen, dann werden genau diese Folgen für die Finanzierung nicht so im Vordergrund stehen. Wir werden jetzt im nächsten Jahr, in diesem Jahr erstmals einen Beitrag von mehr als einem Euro haben. Das ist erstmals seit 2014, so nicht erstmals, sondern erstmals seit 2014. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ein erheblicher Teil für Fremdleistungen ausgegeben werden, die im Zusammenhang mit dem E-Rezept anfallen. Und das ist erstens ein gesetzlicher Auftrag, wie eben beschrieben, ist aber zweitens auch ein Punkt, der nicht jährlich auftreten wird, weil das natürlich ein relativ aufwendiger Prozess ist, der entsprechende Finanzmittel erfordert. Das Ziel des Gesetzentwurfs ist ja auch noch der sogenannte Zukunftskonnektor. Da wird ja gesagt, wir wollen eine wirtschaftliche Telematik-Infrastruktur schaffen, damit natürlich auch entsprechende Kosten einzusparen, weil eben diese Konnektoren, die ja jetzt in Hardware sozusagen dann auch wieder ausgetauscht werden müssen, ersetzt werden durch einen solchen Software-Konnektor. Und wir hätten jetzt uns erhofft, dass das dann auch die Signalwirkung hat, dass die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht und nicht, dass konterkariert wird durch eine 50-prozentige Erhöhung des Finanzierungsvolumens für die Gematik. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kessler. Ja, unsere nächste Frage geht an Herrn Spiller von der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Verdi fordert Kriterien für die Erstattungsfähigkeit von digitalen Pflegeanwendungen nicht auf Basis der Herstellerpreise. Können Sie diese Kriterien bitte erläutern? Herr Spiller. Wir fordern dazu, dass der Gesetzentwurf potenziell einen weiteren Kosten privater Zusatzpflichtigkeit erfüllt. Herr Spiller, wir haben das Problem, wir müssen ja nachher ein Protokoll führen, das schwer zu protokollieren ist. Vielleicht senden Sie uns Ihre Antwort schriftlich zu. Dann kommt die auch ins Protokoll. Vielen Dank. Dann stellt. Wir haben noch eine Minute und die nächste Frage stellt Herr Weinberg. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass das mit der Minute auch hinkommt. Das ist eine Frage an die Bundespsychotherapeutenkammer. Herr Dr. Melkop, viele der neuen DIGAs betreffen die psychische Gesundheit. Bergen diese Anwendungen nach Ihrer Einschätzung auch Risiken? Und wie bewerten Sie die vor dem Hintergrund die Überprüfung des Nutzen-Risikoverhältnisses und die Einbettung in die sonstige Versorgung für psychische Gesundheit? Herr Dr. Melkop. Vielen Dank für die Frage. Ja, die können sehr wirksam sein, aber die Wirksamkeit muss eben nachgewiesen sein mittels kliniker Studien, und zwar bevor dem Einsatz. Wenn das nicht der Fall ist, ist es eine Patientengefährdung. Wir sehen in der Erprobungszeit eine Patientengefährdung und lehnen dann sowohl die Erprobungszeit als auch die Verlängerung ab. Das hat auch das Gutachten des Sachverständigenrates betont. Hier kann eine schnelle Markteinführung nicht vor einer Patientensicherheit gestellt werden, und deshalb bitten wir hier, das dringend zu ändern. Kann zum Beispiel sein, wenn eine nicht wirksame DIGA eingesetzt wird, kann es eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes bewirken, zum Beispiel Symptome wie Hoffnungslosigkeit, oder es können sogar die Bevölkerung befürchtet sein. Und hier sind die gleichen Anforderungen wie an Medikamente zu stellen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und die erste Frage stellt Frau Kleinschmeig. Dankeschön. Meine erste Frage richtet sich an Marcel Weigand, Einzelsachverständiger. Warum ist aus Ihrer Sicht eine Strategie für die Digitalisierung des Gesundheitswesens notwendig und noch immer notwendig? Und welche Vorteile hätte eine solche Strategie?
Herr Weigand. Ja, vielen Dank, Frau Kleinschmeink, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine E-Health-Strategie ist dringend notwendig, denn wer sich mit Digitalisierung beschäftigt hat, weiß, dass Digitalisierung Wandel bedeutet und Digitalisierung mehr mit Menschen als mit Technologie zu tun hat. Das sagen auch die großen Tech-Konzerne. Wir müssen also die Akzeptanz für die Veränderung bei den Bürgern herstellen. Und das können wir nur dadurch machen, dass wir sie einbinden, dass wir Transparenz herstellen und aufklären, nämlich über die übergeordneten, dass wir Transparenz herstellen, übergeordneten Ziele, die wir mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens verbinden. Daneben sollte die E-Health-Strategie aber auch noch Versorgungsziele beinhalten. Andere Länder haben das vorgemacht, Niederlande zum Beispiel. Konkrete Versorgungsziele wie zum Beispiel die Reduzierung der medikationsbedingten Klinikeinweisungen durch den Medikationsplan E-Rezept und EPA. Das könnte man als konkretes Versorgungsziel zum Beispiel festschreiben. Daneben ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir auch einen Masterplan entwickeln, einen Masterplan oder eine Masterübersicht über alle IT-Projekte, nicht nur bezogen auf die Gematik, sondern darüber hinaus, denn diese Gesamtübersicht, die fehlt. Und letzter Punkt, wir sollten uns an denen orientieren, die sehr erfolgreich sind. Und das sind nun mal Dänemark und Estland, die haben hervorragende E-Health-Strategien entwickelt, die sie fortlaufend weiterentwickeln. Und die letzten Endes auch ein Schlüssel, ein Motor, ein Leitfaden sind für die Digitalisierung. Und ganz wichtig ist, bei konkreten Zielen, bei übergeordneten Zielen, das ist doch das Kontroll- und Messinstrument. Das brauchen wir, sonst können wir doch gar nicht wissen, ob wir erfolgreich sind bei der Digitalisierung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeink. Die Frage geht an den VZBV. Laut Gesetzentwurf sollen dem nationalen Gesundheitsportal durch die KBV zum Beispiel Sprechstundenzeiten, Infos zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten von Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden. Welche Vorteile hätte es, wenn diese Daten auch gemeinnützigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden würden? Frau Rock. Ja, Christiane Rock, Verbraucherzentrale Bundesverband. Vielen Dank für die Frage. Der hier geplante erstmalige Zugang von Arztdaten für das Public Reporting entspricht aus unserer Sicht dem hohen Informationsbedarf der Verbraucher. Dieser Bedarf beschränkt sich aber natürlicherweise nicht auf das nationale Gesundheitsportal. Die Daten sollten konsequenterweise auch Dritten, zumindest solchen mit gemeinnützigem Charakter, zur Verfügung gestellt werden. Das würde dann auch der gebotenen Anbietervielfalt Rechnung tragen. Eine Monopolisierung wäre beim Public Reporting, wo großer Nachholbedarf besteht, nicht zielführend. Die in § 370a Absätze 2 bis 4 SGB V vorgesehene Regelung öffnet den Datenbestand zu telemedizinischen Angeboten für Dritte. Eine solche Öffnung sollte es analog auch für das ärztliche Leistungsangebot mit entsprechender Regelung in § 395 SGB V geben. Danke. Vielen Dank. Frau Dr. Kappert-Gonter. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht an die Bundespflegekammer. Wie beurteilen Sie den Qualifizierungsbedarf für Pflegende und die Herausforderung eines vernetzten Gesundheitssystems zu meistern? Und wie sollte der erforderliche Kompetenzgewinn organisiert werden? Herr Kafferberger. Ja, Frau Kappert-Gonter, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Pflegefachpersonen sind schon heute gut vorbereitet auf die Herausforderungen, die sich auch schon in der vernetzten Versorgung ergeben. Wir haben ja gerade auch mit der generalistischen Ausbildung die Konsequenzen daraus gezogen, dass sich eben die Versorgungsbedarfe immer mehr annähern. Im Langzeitpflegebereich, andererseits im Krankenhaus, wo wir immer mehr auch Menschen mit Multimorbidität und komplexen Versorgungsbedarfen haben. Das heißt, hier haben wir schon Schlussfolgerungen daraus gezogen und die zukünftig ausgebildeten Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen werden diese generalistische Kompetenz über die Sektoren hinweg schon viel stärker mitbringen. Darüber hinaus natürlich müssen wir dafür sorgen, dass auch in der Pflege ein viel breiterer Qualifikationsmix tatsächlich vorgehalten wird. Das betrifft natürlich Pflegefachpersonen mit Ausbildung, mit Weiterbildung, aber eben auch hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen, die gerade auch bei der Versorgung an den Schnittstellen zwischen Akut-
Versorgung Erhebliches leisten können, auch in der Primärversorgung. Und da müssen wir dringend erhebliche Schritte vorangehen. Vielen Dank. Frau Dr. Kappert-Gonda. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Jahn-Zörens vom Deutschen Hebammenverband. Sie hatten ja eben schon ausgeführt, dass die Neuregelung in § 380 eine relevante Lücke hat, nämlich dass der Anschluss der Geburtshäuser nicht vorgesehen ist. Können Sie noch einmal erläutern, warum es so notwendig wäre, diese Lücke zu schließen? Frau Jahn-Zörens. Jan Zörens, Deutscher Hebammenverband. Frau Dr. Gabel-Konter, danke, dass ich jetzt noch mal einen Ruhesatz mehr verlieren darf als gerade vorhin. Es ist so, dass zurzeit die Anschluss der Telematikinfrastruktur stationär stattfindet und nicht mobil und damit eigentlich Teile oder weite Teile der Hebammenarbeit noch nicht, und zwar rein aus technischen Gründen, noch nicht umgesetzt werden kann. Bei den Geburtshäusern allerdings ist es genau so, dass dort die statt jetzt Komponenten, die wir zurzeit haben, zur Verfügung stehen und dass es ja laut dem Patientendatenschutzgesetz vorgesehen ist, dass im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2021 die technische Ausstattung genutzt werden soll, sodass ab dem 01.01.2022 Hebammen den Zugang zur EPA dann auch ermöglichen. Und der Mutterpass und das Kinderuntersuchungsheft werden ja die ersten, mit die ersten Komponenten sein in der EPA. Und genau da ist ja die Geburtshäuser in einer besonderen Form gefordert in der Geburtshilfe. Und deswegen ist es sehr ungünstig, dass wir die Institution, die Hebammeninstitution Geburtshaus jetzt keine Kostenerstattung vorsieht. Und das bitten wir ganz dringend dort nachzuholen. Und wenn Sie mir gestatten, möchte ich in der Abrundung noch einen weiteren Aspekt anbringen. Es ist derzeit so, dass der Zyklus quasi beendet werden müsste, indem auch im elektronischen Notfalldatensatz, der dann später auch in die elektronische Patientenkurzakte überleiten wird, derzeit erstens Hebammen keinen Eintrag machen können über die Feststellung der Schwangerschaft, was allerdings eine grundsätzliche Leistung ist, die Hebammen erbringen. Aber was noch zweitens gravierend ist, es gibt keinen Anhalt Mehrlinge in der Notfalldatensatz und auch damit auch in der Patientenkurzakte. Mehrlinge lassen sich nicht einschreiben und das ist ein gravierender Gesundheitsrisiko für die Mütter mit Mehrlingen, mit Zwillingen, und wir wissen, dass der Anteil von Frauen mit Zwillingen kontinuierlich steigt. Die haben verschiedene mehr Risiken, das heißt die Chance für eine Mutter mit Zwillingen in Kontakt zu kommen mit dem Rettungsdienst ist gravierend, und dann nicht zu wissen, dass diese Frau, das sieht man ja von außen nicht an, mehr als ein Kind im Bauch hat, das aber wiederum nachträgliche Konsequenzen hat, ist fehlerhaft. Also das ist noch zur Abrundung dieser ganzen Geschichte. Hebammen sind sehr daran interessiert, dass wir rundum gut betreuen, und wir sind daran interessiert, die Digitalisierung zum Vorteile der Versicherten zu nutzen, und da brauchen wir noch garantiert diese zwei Komponenten. Vielen Dank. Ich danke auch ganz herzlich allen Sachverständigen und auch für die Fragen der Kolleginnen und Kollegen. Wir haben genügend Möglichkeiten zu debattieren, zu erörtern, um diese Dinge zu optimieren. Ich schließe die Anhörung, wünsche noch einen schönen Nachmittag, und ich denke, wir sehen uns diese Woche noch einige Male wieder.